Yo Leute, Doppelpiece von der Seite, hier ist wieder Tanzverbot und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal von meinem festen Zuhause aus und nicht von meinem Wohnmobil, welches ich übrigens nochmal informationstechnischerweise nur für 7 Tage geliehen habe. Viele Leute haben mir tatsächlich auch auf Instagram geschrieben, Bruder, ich gönne dir richtig, dass du dir jetzt ein Wohnmobil gekauft hast. Also das habe ich wirklich des Öfteren bekommen, diese Nachricht. Ich möchte jetzt hier nochmal klarstellen, ich habe mir dieses Wohnmobil nicht gekauft, sondern ich habe mir das aus Informationsgründen für 7 Tage gemietet, weil ich auch schon für die, einige Leute haben es vielleicht gesehen, andere nicht. Ich spiele ja schon seit ungefähr 1,5 Jahren mit diesen Gedanken, mir ein Wohnmobil zu mieten, weil ich diesen Freiheitsaspekt, diesen autarken Aspekt dahinter sehr interessant für mich und meine Lebensform finde. Ihr wisst das, wenn ihr euch ein bisschen mit mir auseinandersetzt, dann wisst ihr, dann ich bin so ein Mensch, der so, wow, ich bin mega frei und ich will frei sein und wenn ich hier bin, dann bin ich da. Ich fahre 50.000 Kilometer im Jahr mit meinem Auto. So, das ist, glaube ich, schon, und das nicht, also nur teilweise berufsbedingt, aber ich fahre schon sehr gerne viel Strecke, so, damit ihr Bescheid wisst, was so dieser Freiheitsaspekt in mir bedeutet. Ja, in diesem Video reden wir darüber, wie das zukunftstechnisch für mich aussieht, weil ich ja tatsächlich auch darüber geredet habe, dass ich komplett meine Wohnung kündigen möchte und nur noch im Wohnmobil leben möchte. Ich habe jetzt eine Woche die Erfahrung machen können, wie es ist, ein Camper zu sein, auch wenn ich es vielleicht nicht in diesen Zügen genieße, wie das so ältere Herrschaften in Deutschland machen sollen. Du holst dir einen Campingwagen und stellst dich dann einfach an irgendeinen Campingplatz, bezahlt 20 Euro am Tag und dann chillst du da dein Leben. Das ist für mich tatsächlich nicht das, was ein Wohnmobil ausmacht und das löst auch in mir nicht diesen Freiheitsgedanken aus, den ich haben möchte, wenn ich ein Wohnmobil habe. So, keine Ahnung, weißt du, wenn ich ein Wohnmobil habe, dann möchte ich von A nach B machen. Ich will so um 2.30 Uhr wach werden. Boah, Bruder, übel Bock nach Australien zu fahren. Dann fahre ich einfach nach Australien, weil ich einfach Bock drauf habe. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn ich irgendwo auf dem Campingplatz bin, fang da mal um 2.30 Uhr oder so an, den scheiß 2,3 Liter Diesel. Also, weißt du, dann fängt auf einmal Manfred 1, Manfred 3 und Manfred 4, weil die alle damals denselben Namen hatten, fangen die auf einmal alle an, hier übelst rum zu gestikulieren und rumzuschreien, weil ich auf einmal zur Nachtruhe anfange, meinen Motor anzumachen. Ich weiß auch gar nicht, ob man nachts aus Campingplätzen rauskommt oder ob die sogar abgesperrt sind. Das weiß ich gar nicht. Damit habe ich mich nicht auseinandergesetzt, zumal ich auch gar keinen Bock habe, 20 Euro oder so im Monat dafür zu zahlen. Ich bin es, wie es sich richtig gehört. Ich habe 7 Tage, jeden Tag fast auf einen Rastplatz geschlafen. Ich habe nur einmal auf dem Campingplatz geschlafen, aber auf so einen freien, wo man mit Münzgeld hier Wasser nachfüllen kann und sowas. So, das habe ich gemacht. Da war auch keiner bester Ort. Mann, ey, ich würde den gerne promoten, aber da machen die Leute kaputt. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja. Diese Woche für mich war sehr bewegend und diese Woche hat in mir genau das ausgelöst, was ich haben wollte. Dieser Aspekt, ich bin in einer Woche, haltet euch fest, mit einem 3,20 Meter hohen, 2,50 Meter breiten und 7,40 Meter langen Camper bin ich 3.200 Kilometer gefahren. Ich bin 3.200 Kilometer gefahren, so, ich hatte unbegrenzt Kilometer, Grüße gehen nochmal raus an den Wohnmobilhersteller, Wohnmobilverleier, muah, bester Mann, wirklich, er war ein Ehrenmann. Ich glaube, der hat ein bisschen komisch geguckt. Ich habe das Wohnmobil mit 1.800 Kilometer bekommen und mit über 5.000 Kilometer zurückgegeben. Er macht so Zündschlüssel um, weil er gucken will, ob Tank voll ist und sieht so die Kilometer. Ein bisschen unangenehm war das schon gewesen, aber ja, also, was soll man machen, was soll man machen. Grüße gehen übrigens auch an den raus, mein Wohnmobilverleiher kontaktiert hat. Ey, da ist ein Star, der gerade ihr Wohnmobil geliehen hat. Der kam mal zu mir an. Ey, mich hat irgendwer deiner Zuschauer angeschrieben oder irgendwer von deinen Leuten hat mich angeschrieben und gesagt, du bist ein Star. Ey, was, dann habe ich mal geguckt. So, dann hat irgendwer eine E-Mail geschrieben und hat noch meinen YouTube-Link da reingeschickt. Dann hat er sich, ey, ich habe hier deine Roomtour gesehen. Hat mir gesagt, oh, war das unangenehm, weißt du? Naja, ist auch egal. Ich konnte das in vollen Zügen genießen. Keine Ahnung, an der Raststätte neben den Truckern schlafen. Ich sag's ja immer wieder, umso größer das Auto ist, umso mehr Respekt habe ich vor Menschen. Das hört sich komisch an und ihr könnt es bestimmt auch gar nicht nachvollziehen, aber Autos sind mein Leben. Große Autos sind mein Leben. Ich habe keinen LKW-Führerschein oder sowas, aber ich würde das auf jeden Fall alles durchziehen. Dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Aber ich liebe das einfach zwischen... LKW-Fahrer sind für mich Männer. Das sind für mich richtige Männer. Die fahren diese 40 Tonnen, 12.000 Kilometer lange Autos, fahren die durch die engsten Straßen. Das ist für mich einfach Männlichkeit pur und deswegen habe ich immer an Raststätten geschillt. Ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, darf man nicht vergessen. Ich habe meine ganzen Wertsachen immer neben mich gelegt. So vorne solltest du das nicht lassen, Schlüssel oder sowas. Weißt, dann kommt da irgendwer, steigt in mein Wohnmobil ein, fährt mit dir rum, Alter. Du wirst irgendwann nach 10 Stunden wach, Alter, liegst in deinem Bett. Es wackelt so übelst rum, weil er irgendwo in Bulgarien auf irgendwelchen bröckligen Straßen rumfährt oder so. Hey, where are you? I'm so ne... weißt du...
Ja, ist schon ein bisschen gefährlich. Das darf man nicht vergessen, so an Raststätten schlafen. So, wenn jemand ein Wohnmobil hat, gerade wenn es so ein großes und neues ist, dann gehen die Leute auch davon aus, dass da auf jeden Fall jemand hintersteckt, der ein bisschen Geld hat. Deswegen meine Wertsachen einfach immer neben mich gelegt. So, und wenn irgendwer kommen will, dann muss er mich auf jeden Fall auch 101 facen, so, weil ansonsten, so einfach mache ich den nicht. Mache ich den das nicht. Der braucht doch nicht denken, dass er mir hier die Plastiktür aufmacht und mir dann hier meinen Schlüssel und sowas geklaut. Ja, so weit kommst du noch. Ganz schön zu mir kuscheln kommen, Digga. Ja, das ist auf jeden Fall ein übertrieben geiles Gefühl gewesen. Also du bist im Wohnmobil, du duschst dich und draußen hörst du aber, wie die LKWs an dir vorbeifahren. So, dann bist du fertig mit Duschen, du riechst komplett gut, bist frisch, wie wenn du zu Hause bist, dann steigst du raus und bist irgendwo an der Raststätte, man, du hast gar keine Ahnung, wo du bist. Und dann gehst du erstmal auf die Raststätte. Das ist ein bisschen nervig so. Du kannst ein Wohnmobil halt nicht groß machen, da musst du immer an irgendwelche Raststätten, bezahlst du mal 70 Cent hier, Sanifair, Alter, Grüße gehen nicht raus an euch, 70 Cent und trotzdem vollgekackte Klos, also nicht immer, aber schon des Öfteren. Aber sowas juckt mich eh nicht. Also ich bin schon ein hygienischer Mensch, so wenn es um andere geht, aber das ist mir immer so voll egal, weil so andere machen so, guck mal, da ist ja was vom Vorigen, der da drin war im Klo. Nee, mich juckt das nicht. Mann, dann lege ich da zwei Tücher rum und dann kacke ich da rein, das juckt mich doch überhaupt nicht. Solange ich keine Krankheiten davon bekomme, habe ich erstmal gegoogelt, wie ist denn das, wenn da die Schüssel vollgekackt ist, wenn ich da auch was reinmache, kriege ich da irgendwelche Krankheiten. Meistens haben die Schleimhäute ja keinen Kontakt mit diesem Bereich, so, deswegen ist es nicht so schlimm. Juckt mich auch überhaupt nicht, mache mir da gar keine Gedanken. Außer wenn da irgendwann Pilz kommt, dann rufe ich meinen Arzt an und sage, ey Dicker, ich habe da ein Problem. Er sagt, nein, hast du nicht wirklich. Nein, nicht das, nicht das, nicht die Geschlechtskrankheit. ja, aber dieser Freiheitsaspekt ist für mich einfach geil und ich habe für mich auf jeden Fall ein Resümee gezogen. Ich habe mega Bock darauf. Ich habe mega Bock darauf, in einem Wohnmobil zu leben und ich will diese ganze Sache sogar noch weitergehen. Ich will einen 11-Tonner-Führerschein machen, also für kleine LKWs, nicht den ganz großen 40-Tonner, das brauche ich niemals, weil ich niemals wahrscheinlich als LKW-Fahrer arbeiten werde. Und wenn ja, dann lasse ich mir den schön bezahlen hier vom Arbeitsamt. Irgendwann, wenn YouTube nicht mehr läuft, dann so, ey Digga, ich will LKW-Fahrer werden, könntest du mir hier schön 11.000 Euro für einen LKW-Führerschein geben? Nein, Genie! Ich will auf jeden Fall den C-Führerschein machen. Den C-Führerschein, dann kannst du Autos bis 11 Tonnen, also LKWs bis 11 Tonnen fahren und dann kannst du auch die richtig großen Wohnmobile fahren. Und sowas finde ich, diesen Gedanken, die überhaupt fahren zu dürfen, also auch die denn drei Achsen haben, also so richtig schöne Wohnmobile, das finde ich geil. Und ich will den BE-Führerschein machen. Das bedeutet, dass du Anhänger bis 3,5 Tonnen fahren kannst. Ich habe ja immer noch so ein bisschen diesen Gedanken, Kumpel von mir, der hat mich einfach übertrieben motiviert. Der fährt einen Dodge Ram und hat hinten einen Anhänger dran, der ist nochmal genauso groß wie dieses Auto. Und der sagt, ich schwöre euch, der hat mit seinem Dodge Ram, der ist ja schon 6 Meter lang und mit diesen Anhänger, Grüße gehen raus an Exidus, abonniert den alle, der hat übel Bock auf Real-Life-Content, Content. Einfach Exidus bei YouTube eingeben und sein Anhänger und sein Auto sind einfach 14 Meter lang. Das ist einfach 14 Meter lang und das ist so männlich, ich feiere das einfach und das hat mich so motiviert und ich will auf jeden Fall meinen BE-Führerschein machen, dass ich Anhänger bis 3,5 Tonnen ziehen kann, dann brauche ich natürlich ein dementsprechendes Auto, vielleicht klappt das ja mit dem Dodge Ram und mit diesem Gedanken spiele ich gerade tatsächlich noch ein bisschen. Also eine Sache, die verwerfe ich auf jeden Fall komplett. Und das ist die Tatsache, dass ich meine Wohnung nicht aufgeben werde. Ich möchte mich selbst nicht diesen Druck stellen, keine Ausweichmöglichkeit mehr zu haben. Wenn es draußen irgendwann übel kalt oder sowas ist, ich habe keinen Bock darauf, im Camper rumzuhängen, obwohl ich es nicht will. Wisst ihr, ich will mit dem Camper unterwegs sein, wenn ich selbst Bock darauf habe. Und deswegen werde ich meine Wohnung auf jeden Fall nicht aufgeben, auch wegen den Briefen. Ich will mich nicht bei meiner Mutter melden und dann kriegt die auf einmal diese ganzen gelben Briefe, so, wo sie denkt, das ist irgendwas ganz Schlimmes und das ist einfach nur ein Parkticket von vor 8 Jahren, was ich nicht bezahlt habe, so, weißt du. Aber ich habe da einfach Bock drauf und das ist so dieser Gedanke, mit dem ich spiele. Ich will auf jeden Fall einen C-Führerschein machen, damit ich die 11-Tonner Wohnmobile fahren kann, beziehungsweise bis 11 Tonnen. Und BE ist natürlich sehr interessant, weil das dann heißt, dass ich mir einen großen Wohnanhänger holen kann, also einen Wohnwagen. Wohnmobil ist ja das alles in einem und ein Wohnwagen ist ja das, was du halt mit dir hinter dir her schleppst mit einem Auto. Und den Gedanken finde ich persönlich gerade sehr ansprechend, weil dann hast du dein Zuhause bei dir, aber bist immer noch mobil mit einem normalen Fahrzeug. Ich muss sagen, mit einem Wohnmobil bist du natürlich mobil. Aber du kannst mit dem Ding nur so 90 bis 100 fahren. Also du kannst auch 130 fahren, verbrauchst dann aber 20 Liter Sprit und da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Das fühlt sich richtig eklig an dafür, dass du eine 4- oder 6-Zylinder fährst, weißt du, mit 130 PS. Aber dieser Gedanke, einen Wohnwagen irgendwo stehen zu haben, du bist trotzdem autark, also du kannst trotzdem für dich leben und mit dem Auto kannst du trotzdem immer noch normal an dem Leben teilnehmen, finde ich sehr ansprechend. Bin ich ganz ehrlich, finde ich sehr ansprechend und ich glaube, das wird auch
meine Zukunft sein. Ich lebe dieses Ding, diesen Freiheitsaspekt, immer woanders zu sein, irgendwo Leute zu besuchen. Ich bin, glaube ich, auch, ich habe auch diese Rauhaftigkeit an mir, so dass ich auch auf Raststätten und sowas überleben kann, dass ich draußen leben kann. Ich brauche diese übertriebene Komfortabilität nicht. Ich will euch auch jetzt nicht voll labern, dass ich jetzt der übelste Survivaler bin. Ich werde jetzt hier nicht irgendwo im Wald rumhängen und hier mit zwei Stöcken versuchen, jetzt irgendwie Feuer anzuzünden, damit ich mein Wildschwein, welches ich gerade überfahren habe, denn darüber kochen kann. Das will ich euch nicht sagen. Ich will schon mein Komfort haben. So. Und in dem Wohnmobil, was ihr gesehen habt, das ist ja schon für Campingverhältnisse ein guter Komfort. Also ihr braucht jetzt nicht denken, dass ich hier so ein Typ bin, ja, Alter, autark leben, Alter, irgendwo im Wald mit einem Zelt. Darauf habe ich keinen Bock. So sehr Survival bin ich nicht. Und dann kommt irgendein Pferd und tötet mich, weil es über mein Zelt läuft. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Wisst ihr? Aber ich sehe in diesem Wohnmobil-Ding im Großen und Ganzen, nicht 100%, ich werde nicht komplett nur noch mit Wohnmobil unterwegs sein, aber mal so einen Monat oder sowas unterwegs sein mit dem Wohnmobil, die Welt erkunden. Das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Wenn du irgendwo in Spanien unterwegs bist, das ist natürlich die Kriminalitätsbelastung nochmal eine andere als in Deutschland. Ich glaube, hier in Deutschland haben wir es schon sehr gut, was so diese Rate angeht. So, weißt du, hier kannst du ziemlich chillig mit dem Wohnmobil unterwegs sein. Du bist halt sehr angreifbar, das ist die Sache, oder mit dem Wohnwagen. Im Ausland, ja, da muss man sich auf jeden Fall nochmal näher mit auseinandersetzen. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Kontakt mit Wohnmobilleuten und sowas. Wie gesagt, die Community ist einfach spitze. Ich kann mich mit so vielen Leuten auseinandersetzen und das ist einfach... Grüße gehen raus an alle Leute, die in der Wohnmobil- und Wohnwagen-Szene unterwegs sind. Ich habe so viele Tipps bekommen und das ist einfach geil. Und ich sehe einfach meine Zukunft darin. Wie gesagt, nicht komplett 100% nur noch darin leben. Ich will auch mal zu Hause sein wieder einen Monat und dann hier meine Streams oder sowas machen. Der finanzielle Aspekt ist natürlich nochmal ein völlig anderer. Damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Ein Wohnwagen ist natürlich nicht so teuer. Das muss man sagen. So, die kriegst du schon relativ preisgünstig. So, ein Wohnmobil ist schon teurer. So, das sind halt Sachen, mit denen muss man sich kopftechnisch auseinandergehen. Das sind natürlich höhere Fixkosten. Du brauchst einen Stellplatz. Du musst Instandhaltung, geht dann natürlich. Du darfst nicht vergessen, dass du dir so gesehen ein zweites Zuhause holst. Weißt du, es ist das hier und dann hast du noch diesen Wohnwagen so. Oder dieses Wohnmobil wird es ja schwierig. Kommt darauf an, wie sich so ein C-Klasse-Mobil fährt. Also aus C-Klasse, lol, C-Klasse als Wohnmobil. Grüße gehen raus an Mercedes. Wie sich so ein Führerschein C Wohnmobil fährt. Das muss man sich auseinandersetzen, aber ich denke, das läuft eher darauf hinaus, dass ich einen BE-Führerschein mache. Wie gesagt, bis 3,5 Tonnen kann ich dann Anhänger ziehen und dann kannst du einen richtig schönen Wohnwagen hinter dir herziehen und das macht man dann schön mit einem Dodge Ram und dann fährt man da einfach 14 Meter Fahrzeug. Ey Junge, ich finde das so männlich, ich finde das so geil und ich habe da einfach Bock drauf, frei sein, jeden Tag woanders sein. 3200 Kilometer bin ich in einer Woche gefahren, ich war überall in Deutschland, ich habe so viele Leute besucht. Natürlich habe ich mich vorher immer testen lassen und auch die anderen, wir haben immer Schnelltests gemacht. Ich habe 200 Stück dabei gehabt. Nee, wirklich. Nee, aber ich sehe da auf jeden Fall meine Zukunft. Inwiefern ich das jetzt alles umsetzen kann während der Corona-Zeit, ob eventuell auch Kooperationspartner da sind, die sich melden. Jetzt an dieser Stelle, hier ist meine E-Mail eingegangen. Nee, ich bearbeite doch das Video nicht. Das ist One-Take, Alter. Könnt ihr euch hier meine E-Mail irgendwo auf Instagram aussuchen oder so, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall mega Bock darauf. Ich bin da mega aufgeblüht. Ich bin fast immer früh aufgestanden, außer einmal bin ich irgendwann 14 Uhr aufgestanden. Aber ich blühe einfach auf bei diesen Camping-Dingen. Und das haben auch viele Leute von euch erkannt. Da gehe ich auf, autark leben, immer da sein, wo man will. Wenn ich schlechtes Internet habe, dann fahre ich einfach woanders rum. Nicht wie hier. Wenn ich hier Probleme mit dem Internet habe, dann bin ich... Wisst ihr, was ich meine? Oder wenn irgendwelche Leute herausfinden, wo ich wohne, dann bin ich... Ihr wisst, was ich meine. Und mit einem Wohnwagen oder Wohnmobil, du gehst einfach weg. Irgendwer, Tanzverbot, ich weiß, wo du bist. Digga, ich fahre einfach 10 Meter weiter und er so, hä, gerade hat er noch hier gestanden, wo ist denn der jetzt hin? Oh mein Gott, ich habe den verloren. Wisst ihr, und das ist schon ein geiles Gefühl. Du fühlst dich auch, einerseits bist du angreifbar, dadurch, dass es nicht so safe ist wie in so einem Steinhaus. Ich wohne hier in einem Steinhaus, wie die meisten Leute. Aber andererseits bist du halt auch dadurch, dass du flexibel bist, hast du halt die Möglichkeiten, bestimmten Stress einfach aus dem Weg zu gehen. Und das finde ich nice. Das finde ich nice und deswegen, ihr könnt euch darauf freuen. Die Zukunft wird einiges mit sich bringen. Meine ersten Ziele werden jetzt erstmal sein, den BE-Führerschein zu machen. Jetzt erstmal gucken, wie sich das mit Corona entwickelt. Ich denke, das geht in eine gute Richtung jetzt. Mit den Impfungen und sowas geht ja in eine gute Richtung. Und dann mache ich den BE-Führerschein und dann wird das Leben eine ganz andere Richtung annehmen. Und da habe ich einfach Bock drauf. Bin ich ganz ehrlich, ich hab da mega Bock drauf. Gucken, wie sich das finanziell umsetzen lässt. Wie sehr ich das alles mit meinem Content verbinden kann, kann man sehr gut. Und wenn man da ein bisschen Routine reinbringt, wenn man da auch ein bisschen Plan reinbringt, dann wird das einfach eine geile Sache. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf. Das ist meine Zukunft. Und wir werden sehen, wo das Ganze
hingeht. Ja, dankeschön, dass ihr euch das Video bis zu diesem Punkt angeguckt habt. Grüße gehen raus an alle LKW-Fahrer, die sich nachts immer um den Stellplatz prügeln müssen und teilweise bis raus auf die Raststätte, bis fast auf die Autobahn raus parken müssen. Das seht ihr gar nicht. Das sehen die meisten Leute gar nicht. Ihr seht gar nicht, was LKW-Fahrer für Plagen haben, Stellplätze zu finden. Die haben eine Maschine, die anzeigt, wie lange sie fahren, und wenn sie diese Zeit überschreiten, kriegen sie Strafe. Aber wenn sie irgendwo draußen parken, wo kein Parkplatz mehr ist, kriegen sie auch Strafe. Also irgendwie ist das, oh Mann, Grüße gehen raus an alle großen Autos und alle Fahrer dieser großen Autos. Ja, haut rein, Leute.